Stellt euch vor, ihr wollt draußen pennen und ihr habt alles dabei. Schlafsack, Isomatte, Zelt oder Tab oder wie auch immer, Kochsystem, die Lebensmittel oder Heißgetränk, wie auch immer. Nur ihr habt irgendwas vergessen, wie zum Beispiel ein Spiritus oder Gaskartusche ist leer oder der Brenner funktioniert nicht mehr oder so. Und ihr habt keine Ahnung, wie ihr das warm macht. Und deswegen zeige ich euch ein Tutorial, wie man mit so einem Gurkenglasdeckel selber so einen Campingkocher machen kann. Und zwar, ihr benötigt dafür ein Gurkenglasdeckel, Zewa-Tücher, Pflanzenöl. Also hier ist ganz gewöhnlicher Rapsöl drin, aber ich glaube, das geht auch mit allen möglichen Pflanzenölen. Und natürlich ein Feuerzeug. Das Erste, was ihr macht, ihr nehmt ein so ein Zewa-Tuch und rollt den so zusammen. Und zwar ganz schmal. Ja, fertig, wenn fertig eingerollt, dann einfach mal so zusammenknödeln, dass das schön dünn ist. Ach so, was ich noch erzählen wollte, als ich schon mal geschielt habe, da habe ich schon mal mein Gehirn gesehen. Und ich habe schon mal so heftig und gewalttätig in die Hosen geschissen, dass nichts passiert ist. So, jetzt nehmt ihr diesen Gurkenglasdeckel und dieses hier, das hat genau die perfekte Länge, um jetzt so einen Kreis zu bilden. Der passt da genau rein. Das ist einfach perfekt. Es passt wie angegossen. Und jetzt nachdem ihr das hier gemacht habt, nehmt ihr dieses komische Pflanzenöl. Diesen öffnet ihr und kleckert das hier rein. Ja, bis ganz voll ist sozusagen. Als nächsten Schritt müsst ihr Äste sammeln, damit ihr so eine Holzkonstruktion hier bauen könnt. Die einfach im Boden stecken. Extra damit als Halterung, damit ich hier diese Pfanne hier draufstellen kann. Damit das dann gleich brät. Und für diesen Test werde ich da jetzt gleich Wasser drauf machen und einen Teebeutel, damit ich gleich Tee trinken kann. Als nächsten Schritt, weil sich dieser Zewa-Tuch mit den ganzen Pflanzenöl eingesogen hat, zündet man den Zewa-Tuch an. So, das Anzünden hat ein bisschen gedauert, aber jetzt habe ich hier den Topf mit Wasser und jetzt brennt das. Und jetzt packe ich hier einfach drauf. Das brennt wie so eine Spirale und das hält dann auch einige Minuten an auf jeden Fall. Und zwar wisst ihr, wieso ich mir diese Idee hier über meinen eigenen Kopf so erdacht habe? Weil ich davor bereits schon Erfahrung hatte, wenn man zum Beispiel eine Öllampe baut aus Pflanzenöl und Zewa. Und deswegen kam ich auf die Idee, mir mit einem Gurkenglasdeckel, dass ich daraus einen Campingkocher bauen kann. Über diese Methode. Und ich glaube, ich habe das nirgendwo anders gesehen. Also von ganz YouTube, also zumindest von YouTube Deutschland, habe ich noch kein Tutorial von dem hier gesehen. Deswegen bin ich der Erste und das finde ich voll cool, ich mag das. Und wenn ihr das hier nachmachen solltet, dann auf jeden Fall draußen, auf gar keinen Fall in der Wohnung. Weil wenn ihr das in der Wohnung macht, weil da kommt ganz viel Qualm und Rauch und Stink und so weiter. Und der Rauchmelder geht dann an. Deswegen ist das nur für draußen zu empfehlen. Ja, guck mal, das brennt voll cool und so. Genauso wie so ein Campingkocher. Guck mal hier, langsam Blasen kommen. Das ist richtig geil. Seht ihr das? Das heißt, mein Tee ist fertig. Ich kann gleich diesen Tee trinken. Und genau, das brennt immer mehr. Das ist cool. Ja, Tee draußen in der Natur zu saufen ist geil. Das gefällt mir. So, das Feuer ist ausgegangen. Ich habe zwar nicht auf die Zeit geachtet, aber schätze mal schon, dass das bis zu 20 Minuten gebrannt hat. Also man kann schon so einiges damit anfangen.
Guck mal hier, wie viel schwarze Ruß hier dran ist. Ich finde voll scheiße, ich mag das nicht. Nee, das ist dreckig, das ist widerlich. Das macht meine komischen Finger hier schwarz. Das finde ich voll scheiße. Das ist richtig... Nee.